Hallo aus dem ID-Bus. Und bevor es dann so richtig losgehen kann mit eurem Fahrzeug und ihr euch auf die Straße wagen könnt, solltet ihr vorher auch sicherstellen, dass es fahrtauglich ist. Und auf was ihr da alles achten müsst, das erzähle ich euch in diesem Video. Wichtig ist auch, dass ihr das Scheibenwischwasser kontrolliert. Das befindet sich vorne im Motorraum und das schauen wir uns jetzt einmal an. So, wir konnten hier die Motorhaube einmal öffnen und sehen auch hier schon gleich den Zugang zum Scheibenwischwasser. Das heißt, ihr braucht hier nur den Verschluss öffnen und entsprechend nachfüllen. Das Ganze geht dann in einen Kanister hier hinein und schaut da immer nach, dass ihr genügend zur Verfügung habt, wenn es dann doch mal unterwegs benötigt wird. Wichtig ist vor allem auch, dass ihr den Luftdruck einmal checkt, denn das Fahrzeug kann ja vor Kauf auch ein bisschen länger gestanden haben. Und da macht es schon Sinn, dass man sich da einmal den Luftdruck anschaut und den eben perfekt einstellt. Dazu habe ich hier meinen Luftdruckkompressor. Der sieht so aus. Da haben wir hier den Anschluss, der ans Reifen kommt, und hier das Kabel, mit dem wir dann an den 12-Volt-Anschluss gehen können. Dazu muss die Zündung an sein und das machen wir jetzt einmal ganz schnell. Am besten dazu das Fenster runter machen. Dann könnt ihr nämlich das Gerät ganz einfach durchs Fenster legen, an den Reifen anschließen. Entsprechend auf die Stärke einstellen und los geht's. Wenn ihr dann alle Reifen entsprechend eingestellt habt, müsst ihr diese Reifen auch noch den Reifendruck im Fahrzeug festsetzen als Standard, sodass ihr die Warnung erhaltet, wenn sich der Druck verändern kann. Das machen wir jetzt auch noch ganz schnell. Voltkabel wieder raus. Ihr könnt dann hier in den Einstellungen unter Fahrzeug Reifen und dann hier direkt einmal auf Set klicken. Die aktuellen Werte werden gespeichert. Und sobald sich was verändert, werdet ihr benachrichtigt. Um euer Fahrzeug zu sichern, gibt es die ausgeklügelsten Ideen. Also wenn ihr nicht schon eine Alarmanlage sowieso im Fahrzeug habt, eine Diebstahlwarnanlage oder Überwachungskameras, dann könnt ihr diese auch nachrüsten in sämtlichen Versionen und Ausführungen. Da ist wirklich an alles gedacht, egal was ihr euch so vorstellt. Da kann man Fenster, Türen, alles verkabeln und mit einem Alarm versehen, sucht er das für euch notwendige und beste Ergebnis heraus. Dann kann man natürlich Bewegungsmelder im Fahrzeug installieren oder auch außerhalb. Ihr könnt Tracker zusätzlich anbringen, die ihr im Fahrzeug versteckt, sodass ihr jederzeit schauen könnt, wo sich euer Wagen auch befindet und wenn er eben geklaut wird, den Dieb auch verfolgen könnt. Das Ganze ist bei vielen Herstellern auch online möglich über eine Online-Tracking-Funktion. Auch bei VW gibt es diese Funktion, die ihr mit buchen könnt und so euer Fahrzeug immer verfolgen könnt und der Hersteller es dann auch orten oder deaktivieren kann. Dann genau Tracker, Alarm, Bewegungsmelder gibt es natürlich auch für alle möglichen Bereiche. Dann gibt es noch die mechanischen Sicherheitssysteme, wie zum Beispiel eine Lenkradkralle, die man dann hier oder dort oder auch manchmal oben ran krallt und hier so verkeilt, dass man das Lenkrad nicht mehr bewegen kann. Manchmal ist da sogar noch ein Alarm integriert. Das heißt, da gibt es wirklich unglaublich viele Systeme.
Dann auch für die Reifen und Felgen, wenn euch die wichtig sind, kann man dort auch noch Felgenschlösser installieren, wenn ihr die nicht sogar schon habt, um es den Reifendieben da ein bisschen schwieriger zu machen. Und es gibt natürlich auch OBD-Stecker, die wirklich das System auch blockieren können. Oder Notausschalter, die die gesamte Elektrik im Fahrzeug lahmlegen. Also da gibt es wirklich für jeden Bedarf irgendeine Möglichkeit. Sucht da das Beste für euch raus, was für euch eure Ansprüche und euer Fahrzeug ja, am besten ist. Schaut auch, dass ihr alles dabei habt, was für die Fahrtauglichkeit vorgeschrieben ist. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ja, was gehört dazu? Ganz an vorderster Stelle, ihr müsst immer so viele Warnwesten im Fahrzeug haben, wie ihr Mitfahrer habt. Also ein oder zwei auf jeden Fall immer dabei haben und eben entsprechend aufrüsten, wenn ihr zu mehreren unterwegs seid. Dann natürlich vorgeschrieben das Erste-Hilfe-Set. Guckt da, dass auch immer das Haltbarkeitsdatum aktuell ist. Denn sonst könntet ihr auch dafür Bußgeld unterwegs zahlen, wenn ihr mal kontrolliert werdet. Und ihr seid selber froh, wenn funktionierende Sachen an Bord sind, wenn sie dann doch mal benötigt werden. Dann gibt es natürlich den Luftdruckkompressor, den ich immer sehr, sehr gerne dabei habe, um unterwegs einfach nochmal den Druck zu checken oder wenn man in unterschiedlichen Gebieten ist, entsprechend auch darauf eingehen zu können. Dann habe ich noch dieses Pack hier an Bord. Das ist je nach Ausstattung bei VW auch ganz unterschiedlich. Hier hat VW nochmal ein Set mitgegeben. Ein Reifenreparatur-Kit bestehend aus dieser Flüssigkeit, die man eben verwenden kann, um den Reifen zu flicken. Und selbst hier ist nochmal ein Reifendruckkompressor mit an Bord, der ganz genauso funktioniert wie der, den ich auch sonst immer mit dabei habe. Also hier ist nochmal ein Ersatzpaket. Das heißt, ich kann auch einen zu Hause lassen. Genau, das hier wieder verstaut in dieser schicken Tasche. Super, dass dieses Kit mit an Bord dabei ist. Dann habe ich hier auch noch einen Originalwagenheber von VW mit an Bord in dieser kleinen Verpackung. Das Ganze besteht aus dem Wagenheber selbst, der natürlich auch für das entsprechende Gewicht dieses Fahrzeugs gemacht ist, denn E-Autos sind natürlich noch einmal schwerer. Das hier trägt 1600 Kilo pro Reifen, reicht also vollkommen aus. Hier ist die entsprechende Aufnahme für den VW. Ich habe hier auch noch mal mir von Planger einen Wagenheberadapter besorgt für meinen Wagenheber, den ich dann zu Hause auch oft verwende. Der ist einfach ein bisschen einfacher, weil er einen längeren Hebelarm hat. Und dafür habe ich mir dann noch diesen Wagenheberadapter zugelegt, um den auch verwenden zu können. Die sind wirklich so robust und eigentlich unkaputtbar. Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht und hatte auch für meinen Tesla dort die entsprechenden Adapter. Genau, was haben wir hier noch dabei? Einmal diesen Schraubenschlüssel, dann noch den Hebel für den Wagenheber, um das Ganze anzukurbeln. Und das war's auch schon. All das in dieser Tasche griffbereit und so habt ihr immer einen Wagenheber zur Not, wenn ihr braucht, mit dabei. Ich würde den aber nicht immer mitnehmen, denn das ist natürlich auch Gewicht. Und wenn ihr im Inland unterwegs seid, haben die meisten sowieso einen Schutzbrief oder sind im ADAC und können entsprechend dann darauf verzichten. So, das hier alles wieder verpackt. Alles wirklich schön gemacht mit diesen Taschen hier. Nochmal extra der Wagenheberadapter. Und dann gibt es noch dieses Täschchen. Das mache ich jetzt hier noch einmal auf. Und da sind noch verschiedene sinnvolle Utensilien auch für den Reifenwechsel dabei. Zum Beispiel dieser Haken für die Radnabendeckel, um die zu lösen. Dann haben wir hier eben auch den Kopf im Grunde, um die Reifen dann auch zu lösen, entsprechendes Werkzeug dabei und ganz wichtig der Abschlepphaken, falls dann doch mal was ist, dass euer Fahrzeug auch abgeschleppt werden kann. Das alles befindet sich noch in dieser Tasche und ja, so habt ihr alle wichtigen Utensilien. Das müsst ihr natürlich nicht alles immer mitnehmen, vor allem aber Erste-Hilfe-Set und
Die Warnweste, die müssen immer dabei sein und bei Bedarf dann eben noch Wagenheber und entsprechendes Werkzeug und Adapter. Was ich immer noch mitnehme, ist eben der Luftdruckkompressor. Nicht zu vergessen auch das Warndreieck, was sich hier in der Kofferraumklappe von innen befindet. Und so seid ihr bestens vorbereitet und ausgerüstet für eure nächste Reise. Ich freue mich auf eure Hinweise, Kommentare, auf euer Feedback. Lasst gerne ein Like da oder abonniert diesen Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vor allem, wie es dann mit dem Camperausbau weitergeht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!